Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Ja, der zweite Spieler in der Footmas Edition ist heute Inaki Williams. Ja, der wurde ja quasi schon angekündigt und so ist es auch gekommen. Den bekommt ihr heute auch, ja, ich sag mal, eher im Vergleich zu den anderen SBCs der Footmas Edition, ja, etwas günstiger. Unter 62k könnt ihr die Karte euer eigenen. Und ja, wir schauen sie uns mal an. Schwacher Fuß, 2 Sterne, mit denen solltet ihr lieber nicht schießen, weil der landet ja mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit daneben. 4 Sterne Spezialbewegung, damit kann man was machen. Ja, overall ist die Karte, ja, ist ein guter Link zu Butragueno und David Villa und eventuell noch anderen Spaniern. Ja, darauf wollen wir dann mal nicht so genauer eingehen. Wir gucken uns mal die Lösung an. Ja, und hier braucht ihr ein La Liga Santander Spieler, ein beziehungsweise auch wieder 2 Team of the Week Spieler, beziehungsweise 2 OTW-Karten. Da habe ich jetzt aber keine passende Lösung gefunden. Ich habe es mal versucht, aber ja, die OTW-Karten sind halt einfach teurer. Verwendet da einfach die Team of the Week Karten. Ihr braucht eine Teamgesamtbewertung von 84, eine Teamchemie von 75 und Anzahl der Spieler, das ist klar, 11. Ja, wir gehen durch, ihr kennt das. Ich halte meine Schnauze in der Zeit und let's go. Ja, damit hätten wir die SBC gelöst. Wir schauen uns nochmal die Team of the Week Spieler an. Das ist unter anderem Aranguiz und Hinteregger, den ich schon bei Cavani genutzt habe. Wenn ihr euch nochmal Cavani anschauen wollt, schaut einfach nochmal bei mir auf dem Kanal vorbei. Dort gibt es die Lösung für unter 40.000. 38.000 bezahlt ihr aktuell. Eventuell wird es nochmal ein bisschen günstiger. Für den Inaki Williams zahlt ihr unter 62.000. Ja, und als kleiner Tipp immer noch wieder. Ja, schaut nicht jetzt vorbei, wenn die SBC gerade frisch rausgekommen ist, sondern erst vielleicht am nächsten Tag, vielleicht am frühen Morgen in der Nacht, snipet euch die Spieler, ihr müsst nicht unnötig Coins ausgeben und das den Tradern zuschieben. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr weitere Lösungen von mir sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder aber auch ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace!